Vor mir steht Daniel Haas, Michael Heb, die scheidende Trainer-WG von der SG Alpbachtal-Elscheid. Ihr beiden, ihr gebt nicht auf. Ich möchte gar nicht groß heute auf das Spiel eingehen. Es war 3:0 verloren. Es war sicherlich ein Spiel, was eng war hier auf diesem Platz. Aber viel wichtiger ist, die Chance ist immer noch da, für die SG Alpbachtal am Leben zu bleiben. Und vor allen Dingen, was möchtet ihr euren Fans, euren Leuten mit auf den Weg geben? Ja, wie schon mal gesagt, letztendlich ist es für uns nach der Hinrunde mit 7 Punkten, ich glaube mit dem kleinsten Kader der ganzen Rheinland-Liga, mit der Mannschaft, wo am wenigsten mit Geld oder sonst was läuft, also bei uns, ist es eine unglaublich geile Sache für uns, überhaupt in der Rückrunde so viele Punkte geholt zu haben, dann auch Drittletzter zu werden, überhaupt jetzt noch hoffen zu können, die Rheinland-Liga zu halten. Aber steht man ja auf einem ganz anderen Platz. Wir haben in der Rückrunde alles rausgehauen. Wir hatten in der Rückrunde noch einen viel kleineren Kader wie in der Hinrunde. Einen viel kleineren Kader. Ich glaube, kleiner in der Klasse geht es überhaupt nicht. Und wenn man sich dann so ab aus der Affäre schlägt, finde ich das eine super Sache. Und wie gesagt, wir stehen dafür, dass wir sagen, die Rückrunde war absolut erfolgreich. Absolut. Und dafür haben wir alles gegeben. Das Schönste ist, dass heute hier zu stehen und einfach zu sagen, wir haben alles rausgehauen und dafür stehen wir zwei, wir geben nie auf. Wir haben alles hier rausgehauen und den Jungs haben wir eben schon im kleinen Kreis gesagt. Ich wünsche denen, ich bin ein Elscheider, ich bin ein Steininger, ich bin einer von der SG hier und ich bin gern zurückgekommen. Ich würde den Schritt niemals bereuen, den ich gemacht habe, auch wenn nicht viele andere vielleicht denken. Ich würde den Schritt niemals bereuen, ich habe alles richtig gemacht und ich war stolz darauf, hier drauf 2 Jahre Trainer zu sein, auch wenn es sehr schwierige 2 Jahre waren mit Corona, mit alles drum und dran. Aber ich war stolz darauf, bei der SG Alpbachtal Trainer zu sein und ich wünsche dem Verein und allen Jungs einfach nur alles Gute, weil ich die Jungs so in mein Herz geschlossen habe und ist ein Kämpferverein und ich hoffe, dass sie irgendwann wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Deswegen alles Gute jedem Einzelnen, der geht, jedem, der hier bleibt, dem Vorstand, dem Verein, nur alles Gute. Ich kann den Jungs nur Gutes mit auf den Weg geben. Ja, Daniel, man hat so während dem Spiel immer gemerkt, das Engagement, auch die Spieler zu euch hin, sie fühlen sich auch zu euch hingezogen. Wie schwer fällt dir jetzt, nach Worten zu ringen oder der Schritt, Adieu zu sagen? Ja, natürlich auch schwer. Ich war auch, wie Michael schon sagt, 2 Jahre einfach stolz, die SG Alpbachtal als Rheinland-Liga-Trainer zu überholen. Wir kamen aus der A-Klasse hin, waren wirklich stolz und wollten uns in die Aufgabe auch reinfressen. Es waren halt durch Corona 2 sehr, sehr schwere Jahre. Die Menschen sagen, sehr, sehr kleiner Kader. Wir mussten zusammenraufen und wieder gucken, dass wir halt eben die Bank plus die 11 Leute gefüllt bekommen. Training war halt auch alles sehr, sehr schwierig in der Zeit. Viele Verletzte. Aber wie Michael schon sagt, wir haben das Beste draus gemacht, 23 Punkte in der Endabrechnung. Wir haben am Anfang von der Saison, da werden wir 2 Mannschaften hinter uns lassen, hoffen wir, dass es zum Klassenerhalt reicht. Das gibt der Kader in etwa her. Da sind wir jetzt geworden. Ja, jetzt müssen wir abwarten, vielleicht wird es noch was mit dem Klassenerhalt. Aber ja, es waren einfach lehrreiche, tolle 2 Jahre, die wir hier verbringen durften. Das hat mich, glaube ich, auch menschlich nochmal positiv verändert. Ich kann, denke ich, einiges auch mitholen für die Zukunft. Wir werden jetzt erstmal es ruhig angehen lassen. Erstmal den Fußball als Zuschauer hier oder bei meinem Heimatverein betrachten und das Ganze mal aus der 2. Reihe mit ansehen. Ja, auch von mir natürlich an alle Spieler und auch Vereinsverantwortlich nur das Beste. Auch die Leute, die weggehen in ihren Vereinen, alles Gute. Und die Leute, die jetzt noch verletzt sind, schnell wieder zurückkommen, schnell wieder am Fußballplatz stehen können. Und wir werden des Öfteren hier gucken kommen. Und ja, die SGL, Elscheid oder SG Alpbachtal, habe ich eben auch der Mannschaft gesagt, ist seit etlichen Jahren das Aushängeschild in der Region hier. Und das soll auch so bleiben. Eine unwahrscheinliche Ausstrahlkraft der Verein und da wo sie jetzt sind, sollen sie, wenn es dann nicht reicht mit den Klassen, halt auch schnellstmöglich wieder hinkommen. Prima, das sind ganz starke Worte von euch, vor allen Dingen ehrlich gemeint. Zum einen wünschen wir auch die schnelle Rückkehr der SGA, aber vor allen Dingen auch euch beiden mit eurem Fußballfachwissen und auch so wie ihr euch versteht,
als Trainer, Vicky. Alles gut und ich bin sicher, wir werden euch bald wiedersehen. Vielen Dank. Was mir noch ganz wichtig ist, 16 Jahre waren wir jetzt mal zusammen und wir haben angefangen in Neunkirchen. Ich glaube, ich wurde da Trainer und da habe ich einen zugeholt, damals noch mein Co-Trainer. Er war nie ein Co-Trainer, weil er sich da so reingefressen hat in irgendwelche Aufgaben. Ich glaube, es gibt keinen besseren Mann, den man an der Seite haben kann wie Dani. Und wenn ich wirklich eins sage, nach 16 Jahren, ich glaube, wir hatten einmal in unserem Fußballleben gestreitet oder sonst was. Und ich glaube, so etwas gibt es einfach nicht nochmal mehr. Wir waren uns immer einig, wir waren uns immer wieder einig. Klar, gab es hin und wieder schon mal, wo der andere einer Meinung war. Aber wir sind dadurch beste Freunde geworden. Und das ist doch das Geile im Fußball. Und ich glaube, ich kann mit allen sagen, was Dani aus sich in seinem Fußballerleben gemacht hat,